Wir sind hier im wunderschönen Spanien, im Crafter. Spreche ich den eigentlich richtig aus? Ja, ne? Crafter, ja. Crafter, ne? Ja. Wir fahren hier auf einer Autobahn und... Es ist 20 Grad. Es ist herrlich. Und es ist 0 Grad in Deutschland. Macht doch die Leute nicht so neidisch auf die Temperatur. Gut. Und wir haben etwas Schönes eben ausprobiert und angefahren und getestet und da wollen wir jetzt drüber berichten, ne? Genau, bingo. So, was ist es denn, worüber wir berichten wollen? Ja, also über zwei Sachen sogar, und zwar Assistenzsysteme. Diese modernen Transportfahrzeuge werden ja immer mehr mit Assistenzsystemen ausgestattet, so auch der neue Crafter von VW. Und was wir vorstellen, ist die adaptive Cruise Control und den Spurlink-Assistent. Was ist denn da so spannend, dass wir es vorstellen? Nehmen wir mal den leichteren, vermeintlich leichteren, nehmen wir einen Spurhalteassistent, den kennen ja schon viele Pkw-Fahrer. Der hilft dir da bei der Spur halten. So heißt es deswegen auch Spurhalteassistent. Und zwar ist es ein sogenannter aktiver, das heißt, der greift ein. Den kannst du aktivieren über die Steuerung am Lenkrad. Und der gibt dir dann hier optisch am Bordcomputer ein Signal, dass er die Spuren erkannt hat, dass er sie jetzt halten kann. Und du könntest theoretisch, was ich jetzt auch gerade tue, aber kontrolliert, ob alles okay ist, bis, wir haben es mal nachgezählt, 12 Sekunden die Hände loslassen, dann meckert er. Dann unterstützt er nicht mehr. Und so lange lenkt er selber. Das ist quasi das aktive Spurhalten. Das heißt, ich brauche jetzt keine Angst haben, weil du die Hände vom Lenkrad genommen hast. Genau, also der Sinn der Sache ist nicht, dass man die Hände nicht loslässt. Der Sinn der Sache ist, dass der verhindert, dass du quasi aus Versehen durch eine Schusslichkeit, weil du nicht aufgepasst hast, die Spur verlässt. Mhm. Und das hilft dir dabei. Die normalen Systeme sind so, dass sie dich warnen, wenn du die Spur verlässt. Und würde auch passieren hier, wenn ich jetzt nicht blinken würde und die Spur verlasse, würde halt nerven, würde vibrieren, das können wir kurz mal machen. Und er versucht jetzt quasi mir mit einem Lenkradsignal anzudeuten, bitte fahr wieder nach rechts. Weil ich fahre ja auf der rechten Spur und linke Fahrspur sind zwei Spuren. Hätte ich quasi jetzt sozusagen überfahren, jetzt bin ich hier auf die linke Spur. Und er gibt mir jetzt gerade so eine Art Computersignal an der Lenkung, so einen richtig kräftigen Schub. Busch, fahr wieder rechts. So, das ist die aktive Unterstützung. Die passive ist nur einfach so eine Warnung. Beep, 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 du fährst gerade die Spur drüber. Und schlauerweise schaltet sich das aus, wenn du blinkst, dann weiß er, es ist gewollt zu fahren auf die andere Spur. Ja, genau, richtig, aber sonst wird es ja ständig nerven. Ja, immer dagegen verlenken ist dann nicht so schön. Richtig, das funktioniert auch übrigens auch auf Landstraßen genauso. Ich glaube, der Limit, ab wann das System greift, ist 60 Kilometer. Ab dann geht das System los, wenn du es aktiviert hast. Du kannst es auch ausschalten, wenn du es nicht willst. Dann lässt es halt eben ohne dieses aktive Eingreifen. Hilft übrigens bei der Fahrt, also man kann ein bisschen, ich sag mal, schlampiger lenken. Man soll ja mittig die Spur halten, immer schön, Augen geradeaus, vorne auf die Fahrbahn irgendwo, nicht so nah vor die Haube, sondern weiter weg. Und dann kann es schon mal passieren, dass du so links-rechts fährst. Und er hilft dir mit leichten Kurskorrekturen, die Spur zu halten, sodass du immer schön mittig fährst. Also es verleitet dich leicht zum faulen Lenken, ich würde eher sagen zum entspannteren Lenken. Weißt du, ich spare mir ein bisschen Stress, kann damit wacher zum Ziel kommen und kann damit auch länger fahren, wenn man es jetzt mal anders ausdrücken möchte. Schult es auch ein bisschen, weil das ist ja hier ein sehr breites Fahrzeug im Vergleich zu einem normalen Pkw, den man hat, dass man so ein bisschen sich auch an die Maße gewöhnt, weil man merkt ja, wenn man zu weit rechts kommt, weil er so breit ist. Ja, genau, es hat ein bisschen Schulungseffekt, aber was ich schon mal festgestellt habe, ist aber mehr aus dem Pkw-Erfahrungsbereich. Wenn du lange mit diesem aktiven Lenkassistenten fährst und den mal ausschaltest, merkst du erst, wie schlampig du fährst. Okay. Ja, weil du da gewohnt warst, ja, der korrigiert ja eh so mit für mich. Aber das merkst du dann irgendwann nicht, weil du bist so eine Einheit mit dem Computersystem. Mhm. Also du lenkst ein bisschen mit wie, und er will ein bisschen nach links, dann gehst du nach links halt eben, er will ein bisschen nach rechts, gehst nach rechts. Und sobald das Ding nicht mehr aktiv ist, meine Güte, fahre ich ja komisch eilig, so kurvenschlankmäßig, ne? Das ist ja nicht so toll. Aber okay. Lernt man daraus, wie der Wagen, wo der Platz hat? Ja, ich würde schon sagen, ja sicher. Gerade bei so einem breiten Fahrzeug. Ja, da ist es also dann auf jeden Fall sinnvoll. Genau. So, das nächste ist, der Tempomat, den kennen wir ja schon ganz lange, stellst du eine Geschwindigkeit ein. Also wir haben jetzt vor uns einen Wagen und ich stelle den jetzt mal ein und sage dem System, pass mal auf, fahr jetzt halt eben, keine Ahnung, ich stelle das alles im Lenkrad ein, 130, so wie es halt erlaubt ist. Und da ich aber einen Wagen vor mir habe, kann er die 130 ja nicht fahren. Das heißt, er hält jetzt automatisch zum Vordermann den Abstand. So wie ich es ihm voreingestellt habe. Ich kann den Abstand auch etwas vergrößern, verkleinern, verringern bis hin zum gesetzlichen Limit.
Und ansonsten kann ich ihn auch vergrößern, wenn zum Beispiel die Fahrbahn rutschig ist, weil es geschneit hat oder von mir aus, weil es geregnet hat. Da kann man den Sicherheitsabstand nochmal vergrößern, ja, so wie der Fahrer sich halt wohlfühlt. Mhm. Der Wagen hält dann konstant den Abstand zum Vordermann, es sei denn, ich betätige den Blinker. Also der Kerl fährt vorne so 110, 100. Und wenn ich jetzt einen Blinker setzen würde, so, dann erkennt er, ich habe jetzt kein Fahrzeug mehr vor mir und ich kann jetzt auf die vorgegebene Geschwindigkeit von 130 gehen. Mhm. Ja, ich merke, wie er beschleunigt. Genau. Man sieht es auch, das Auto verschwindet. Genau. Wir überholen den kleinen Corsa. So, und dann gehen wir rechts rüber und ich gehe jetzt wieder an den Blinker. Sonst wird er wieder der Spurhalteassistent nerven. Ja, und es schult also auch zu blinken. Genau, bingo. Und jetzt fährt er halt die 130 und die hält er auch. Bis wieder irgendein Wagen kommt, der langsamer ist. Das war's. Geht auch übrigens auf Landstraßen. Er zeigt dir auch jetzt gerade, dass kein Auto vor dir ist. Man sieht es vorne in dem Fenster. Genau. Wenn ein Auto auftaucht, zeigt das dir an als Autografik. Bingo. Und was noch möglich ist, man kann auch etwas engere Kurven fahren. Das ist etwas beschränkt. Also das funktioniert recht gut. Allerdings, wenn du einen Wagen folgst in der engen, kurvigen Landstraße, funktioniert das ACC schon durchaus. Was wir vorhin hatten, mal so aus Spaß, würde ich aber nicht empfehlen. Ist ein bisschen serpentiniger gewesen. Das heißt, der Wagen vor mir ist aus dem Sichtfeld verschwunden von dem Radar, der das ganze System ja sozusagen füttert mit Informationen. Mhm. Oder hat der Wagen einfach mal eine Serpentine Gas gegeben. Und das war schon eine enge Kurve und muss schon eingreifen. Also wie du es quasi auch übersteuerst, ist nichts anderes, als dass du einfach dann noch kurz auf die Bremse tippst und ist das Ding deaktiviert. Mhm. Du musst also nicht rumfummeln im Lenkrad oder sonst was, bis du es eh nicht mal gestellt hast. Was auch schön ist, du kannst die Geschwindigkeiten super easy umstellen, Baustelle, reagiert nicht automatisch leider, das werden dann die nächsten Versionen sein, dass er dann runtergeht von selbst. Du musst es hier selber einstellen, Verkehrszeichenerkennung hat er ja, aber du musst selber einstellen, dann hast du hier zwei Knöpfchen, plus 10 und minus 10 oder halt eben in einer Schritten hoch und runter kannst du auch einstellen. Du kannst dann die Geschwindigkeit, die du brauchst, ständig umstellen, wenn du möchtest. Auf den Autobahnen hast du ja eigentlich normal recht konstante Geschwindigkeiten. Aber wenn du halt mal so Österreich wärst, hast du ja mal 100, hast du 120, dann hast du wieder 80. Da ist so ein Tempomat Gold wert. Mhm. Gerade dann auch mit Abstandsgeschichte, der das automatisch einhält. Wie gesagt, auf engen Strecken würde ich es nicht machen, weil da gibt er manchmal unvorhergesehen ein bisschen viel Gas. Das ist auch nicht toll. Oder stell dir vor, du fährst auf die Baustelle zu, da kommt ja schon der LKW vor dir, dann bremst er automatisch ja ab. Geht runter mit der Geschwindigkeit. Du musst hier runter. Ja, geht runter mit der Geschwindigkeit und ist halt auch nicht so toll, weil wenn der LKW verschwindet, gibt er auf einmal wieder Gas. Mhm. Das kann unangenehm sein. Also immer dran denken, das System ist aktiv und einfach anbremsen kurz und dann ist das System aus. Ja, was ich gesehen habe, es gibt ja auch zwei verschiedene Einstellungen, Sport und ökonomisch, oder? Genau, das ist das, wie er sich verhält, wenn zum Beispiel ein Wagen vor dir ist, der verlässt die Spur, das heißt, du hast freie Bahn. Wie schnell adaptiert er wieder seine vorgegebene Maximalgeschwindigkeit? Also fährt er flott an oder wartet er so opermäßig und dann beschleunigt er dann? Das nervt dann hinter dir die Leute, die hinter dir herfahren und das ist nicht so toll. Ja, das kann ich mir vorstellen. Gut. So, du musst die zweite raus. Ich muss die zweite raus? Du musst die zweite raus? Genau. Wir navigieren nämlich manuell hier. Ich denke, wir haben jetzt soweit alles dazu erzählt. Die zweite ist das? Ja. Die zweite? Ja, der Tabernasaurus. Ja, stimmt, hast du recht. Ja, der Mann ist ein besseres Navi als ich. Das würde ich nicht so laut sagen. Okay, also das war das Wichtigste, was wir zum ACC erzählt haben, glaube ich. Ja, ich denke auch. Oder hast du noch Fragen? Oh nein, jetzt gucken wir uns die Hollywood-Stand an. Hollywood-Stadt soll der Twinkie-mäßig sein? Und dann kannst du noch so... Nein, ich gucke jetzt einfach mir hier die Landschaft an, weil das ist der Platz, wo Terence Hill und Bud Spencer sich das erste Mal beim Gott vergibt Django Nie ersten Film getroffen haben. Alles klar. So. Gut, jetzt will ich das ein bisschen angucken. Bis dann. Das war hier. Oh, herrlich. Schön.